Moin Leute, hier ist wieder Justus vom Pointer. Mein Semester steht schon wieder in den Startlöchern und jetzt, wo ich endlich mal ins dritte Semester komme und schon relativ viel von meinem Studiengang belegt habe, denke ich, dass es an der Zeit ist, euch endlich mal vorzustellen und zu erklären, worum es in meinem Studiengang überhaupt geht. Wie einige von euch vielleicht schon aus meinen anderen Vlogs wissen, studiere ich mittlerweile den Studiengang Medien- und Kommunikationswissenschaft. Dabei handelt es sich vermutlich um einen Studiengang, der heutzutage so beliebt, andererseits auch so verhasst ist wie kein anderer. Dabei fällt mir wahnsinnig oft auf, dass richtig viele Leute eigentlich gar nicht wissen, womit man sich in der Medien- und vor allem in der Kommunikationswissenschaft so auseinandersetzt. Genau aus diesem Grund möchte ich euch heute einfach mal erklären, worum es in meinem Studiengang so geht und warum ich diesen Studiengang so mag. Wie der Name von meinem Studiengang bereits vermuten lässt, teilt sich mein Studiengang nicht nur in eine, sondern in zwei wissenschaftliche Forschungsdisziplinen auf. Das ist einmal die Medienwissenschaft und einmal die Kommunikationswissenschaft. Der Einfachheit halber möchte ich beide Disziplinen voneinander getrennt erklären, weil beide meiner Meinung nach relativ wichtige Gebiete abdecken. Ich fange einfach mal mit der Medienwissenschaft an. Die Medienwissenschaft beschäftigt sich, wie der Name bereits andeutet, mit den Medien. Und auch wenn diese Definition vermutlich wahnsinnig trivial und vor allem wahnsinnig einfach klingt, so weiß jede Person, die sich mit der Medienwissenschaft und vor allem mit dem Medienbegriff schon mal auseinandergesetzt hat, dass es wahnsinnig viele verschiedene Mediendefinitionen gibt und die Medienwissenschaft einen wahnsinnig großen Bereich an Wissenschaften abdeckt. Die Medienwissenschaft beschäftigt sich mit ganz vielen verschiedenen Fragen. Die erste Frage und die wohl wichtigste Frage habe ich gerade schon angedeutet, nämlich als was kann man Medien eigentlich definieren? Und schon da wird auffallen, dass es wahnsinnig viele verschiedene Arten gibt, den Medienbegriff zu deuten. Man kann unter Medien technische Gerätschaften, die produzieren und übertragen können, verstehen. Andererseits kann man unter den Medien auch eine Institution, nämlich alle Medien in Deutschland, verstehen. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Auslegungen vom Medienbegriff und mit jeder neuen Auslegung und mit jeder neuen Mediendefinition wird der Begriff der Medienwissenschaft und vor allem das Feld der Medienwissenschaft ausgeweitet. Eine andere wirklich zentrale Frage, mit der sich die Medienwissenschaft auseinandersetzt, ist: Was macht Medien überhaupt aus? Was unterscheidet das Fernsehen vom Film? Was unterscheidet neue Netzmedien wie das Internet von Printmedien wie der Zeitung? Dabei ist es wichtig, dass man erstmal geklärt hat, wie man Medien definieren kann. Aber bereits diese Frage lässt wahnsinnig viele Interpretationen zu und lässt wahnsinnig viele Aussagen über Medientypen zu. Eine weitere wirklich wichtige Frage der Medienwissenschaft ist die Frage, was Medien in der Vergangenheit überhaupt für die Gesellschaft gemacht haben, was für Entwicklungen durch Medien in der Gesellschaft losgetreten wurden und welche Bedeutung die Medien dabei für die Menschen und die menschliche Wahrnehmung hatten. Das Ganze klingt wahnsinnig theoretisch und nach zwei Semestern in diesem Studiengang kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Medienwissenschaft auch eine wahnsinnig theoretische Wissenschaft ist. Jetzt, wo ihr vielleicht ein kleines bisschen verstanden habt, mit was für Fragen man sich in der Medienwissenschaft so auseinandersetzt, interessiert es euch bestimmt auch, wie das Studium der Medienwissenschaft so aussieht. Ich muss sagen, dass sich das Studium der Medienwissenschaft vor allem aus zwei Säulen zusammensetzt, nämlich einmal aus medienwissenschaftlichen Theorien, andererseits damit, die Medien generell zu betrachten und zu lernen, wie man mit Medien umzugehen hat. Die erste Säule ist relativ selbsterklärend. Auch in der Medienwissenschaft gibt es Theorien und anerkannte Lehren, die den Studierenden beigebracht werden und die einem beispielsweise zeigen, wie man sich mit Medien auseinanderzusetzen hat. Andererseits ist es wahnsinnig wichtig, dass im Studiengang der Medienwissenschaft den Studierenden vor allem ein großes Maß an Medienkompetenz mitgegeben wird. Das bedeutet, dass man in der Medienwissenschaft vor allem lernt, sich mit Medien auseinanderzusetzen, diese kritisch zu betrachten und vor allem, dass man lernt, wie man die einzelnen verschiedenen Medien und Mediendefinitionen deuten und operationalisieren kann. Das Ganze klingt zwar wahnsinnig einfach, aber wenn man betrachtet, was für viele verschiedene Formen von Medien es überhaupt gibt, fällt einem relativ schnell auf, dass man eigentlich für jedes einzelne Medium mehrere Vorlesungen bräuchte. Ich hatte beispielsweise im ersten Semester sowohl eine Vorlesung, in der mir beigebracht wurde, wie ich mich mit dem Film auseinandersetzen muss, als auch eine Vorlesung, die mir beigebracht hat, wie ich mich mit Bildmedien auseinandersetzen musste. Insgesamt muss ich sagen, dass die Medienwissenschaft ein sehr, sehr theoretisch und vor allem hermeneutisch orientiertes Feld ist. Das bedeutet, dass es wahnsinnig viele individuelle Interpretationen und Theorien gibt, allerdings wenige Theorien wirklich durch empirische Forschung bestätigt werden können. Da wahnsinnig viele medienwissenschaftliche Theorien vor allem dadurch entstanden sind, dass Leute sich Medien angeschaut haben
und versucht haben, Medienphänomene zu erklären und zu systematisieren. Auch wenn die Kommunikationswissenschaft etwas anderes ist als die Medienwissenschaft, so ist es wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass die Kommunikationswissenschaft und die Medienwissenschaft eigentlich Hand in Hand miteinander gehen. Die Kommunikationswissenschaft beschäftigt sich auch mit Medien, allerdings steht bei der Kommunikationswissenschaft insbesondere Prozesse und Strukturen gesellschaftlicher Kommunikation im Vordergrund. Gerade die Kommunikationswissenschaft ist eine wahnsinnig junge Forschungsdisziplin, die sich aus der Publizistik und aus der Zeitungswissenschaft entwickelt hat. Und dementsprechend ist vor allem die Kommunikationswissenschaft ein Studiengang, der vermutlich an allen Lehrstühlen und Universitäten in Deutschland unterschiedlich unterrichtet wird. An meiner Uni wird die Kommunikationswissenschaft vor allem an den Massenmedien orientiert. Wir betrachten in meinem Studiengang also vor allem Prozesse und Strukturen massenmedialer Kommunikation. Gerade in der Kommunikationswissenschaft gibt es einige Fragestellungen, die insbesondere in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wichtige Fragestellungen der Kommunikationswissenschaft fangen erst einmal damit an, dass gefragt wird, wie funktioniert massenmediale Kommunikation überhaupt? Und alleine zu dieser Frage gibt es wahnsinnig viele verschiedene sozialwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Theorien, die massenmediale Kommunikation auf unterschiedliche Weise beschreiben, deuten und auslegen. Eine andere wirklich wichtige Frage der Kommunikationswissenschaft ist die Frage, wie Medien auf die Menschen überhaupt wirken. Das bedeutet, was Medien in uns verändern und wie sich Medien auf unser Leben und auf die Gesellschaft auswirken. Wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel Zeit wir insbesondere in der heutigen Zeit vor sozialen Medien, vor Netflix und vor dem Fernseher verbringen, dann fällt relativ schnell auf, dass in der heutigen Zeit ein Einfluss von den Medien auf unser Leben eigentlich gar nicht zu leugnen ist. Genau aus diesem Grund gibt es die Kommunikationswissenschaft, die sich damit auseinandersetzt, was Medien in der Gesellschaft auslösen und was Medien in der Gesellschaft so für Aufgaben übernehmen. Falls euch jetzt auffällt, dass das Ganze sehr ähnlich wie die Medienwissenschaft klingt, dann möchte ich euch den Unterschied zwischen den beiden Disziplinen jetzt noch einmal kurz erklären. Die Medienwissenschaft beschäftigt sich eigentlich nur mit dem Medium an sich. Das bedeutet, die Medienwissenschaft versucht, das Medium zu verstehen, es zu deuten und Regelmäßigkeiten zu erkennen. Die Medienwissenschaft untersucht einzelne Formen von Medien und guckt, was beispielsweise die Gestaltung oder die Ästhetik einer Medienform ausmacht. Die Kommunikationswissenschaft sieht im Gegensatz dazu Medien wirklich nur als Mittel. Sie sieht ein, dass Medien in der heutigen Zeit vorliegen und dass Medien einen Einfluss auf die Menschen haben, aber vielmehr geht es in der Kommunikationswissenschaft darum, wie die Kommunikation zwischen den Menschen abläuft und vor allem darum, wie Medien sich auf das Drumherum auswirken. Also wie Medien sich auf die Menschen auswirken und auf die Gesellschaft und die Medienwissenschaften. Während in der Medienwissenschaft der Fokus also wirklich auf dem Medium liegt, geht es in der Kommunikationswissenschaft vielmehr um die davor oder die hinterstehenden Instanzen von den Medien. Natürlich interessiert euch jetzt vermutlich auch, was einem so in einem Studium der Kommunikationswissenschaft erwartet. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das Studium der Kommunikationswissenschaft sehr viel realitätsnah und vor allem praxisbezogener als das Studium der Medienwissenschaft ist. In der Kommunikationswissenschaft geht es vor allem sehr viel um Medienwirkung bzw. um Mediennutzung. Andererseits beschäftigt man sich auch damit, wie beispielsweise das Mediensystem in einem Land aufgebaut ist und wie beispielsweise ein Mediensystem in anderen Ländern funktioniert. Insgesamt ist die Kommunikationswissenschaft vermutlich ein Feld, was noch sehr viel weiter gefasst ist als die Medienwissenschaft. Was die Kommunikationswissenschaft allerdings vor allem ausmacht, ist, dass es sich um ein sozialwissenschaftliches Fach handelt. Dementsprechend geht es im Studium der Kommunikationswissenschaft auch viel darum, praxisnahes, empirisches Handwerkszeug zu lernen. Das bedeutet, dass dir im kommunikationswissenschaftlichen Studium beigebracht wird, wie du empirisch arbeitest, wie du Befragungen konzipierst, Inhaltsanalysen durchführst und im Endeffekt Daten auswerten kannst. Ich muss sagen, dass das gerade etwas ist, was mich am Studium der Kommunikationswissenschaft sehr anspricht und was in meinen Augen die Kommunikationswissenschaft auf jeden Fall sehr viel interessanter als die Medienwissenschaft macht. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck von meinem Studiengang bekommen können, aber falls ihr euch für den Studiengang noch interessiert oder irgendwelche Fragen zu meinem Studiengang habt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich versuche euch so gut es geht zu helfen. Falls ihr noch ein bisschen Zeit habt, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert Pointer und checkt die Videos in unserer Endcard aus. Es ist bestimmt noch was dabei, was euch interessieren könnte. Wir sehen uns dann am nächsten Freitag. Ciao!